Wie steht es um die Erkennbarkeit Gottes? Ist Gott erkennbar? Das ist eine wichtige Frage. Erkennbarkeit ist ja zunächst die Möglichkeit, etwas erkennen zu können, etwas für richtig zu erkennen, etwas wiederzuerkennen. Erkennbarkeit betrifft sich zum Beispiel auf ein Ding oder eine Sache. Erkennbarkeit einer Person zum Beispiel liegt daran, wenn Bekannte des Betroffenen diese unschwer erkennen können. Erkennbarkeit heißt auch Durchschaubarkeit. Erkennbarkeit kommt vom Verb, vom Adjektiv erkennbar und das kommt wiederum von erkennen. Erkennen heißt etwas deutlich sehen, etwas wahrnehmen, auch etwas geistig erfassen bzw. jemanden wiedererkennen. Erkennbarkeit bedeutet, dass etwas überhaupt erkennbar ist und man kann sich streiten. Gibt es eine Erkennbarkeit Gottes? Ist Gott erkennbar? Man kann natürlich sagen, intellektuell kann man über Gott nachdenken, aber nicht wirklich erkennen. Sinnlich könnte man sagen, man sieht das ganze Universum und das Universum ist eine Manifestation Gottes. Wenn man das Universum sieht, ist Gott erkennbar. Aber das Universum könnte man auch als sinnliches Universum begreifen, das irgendwie entstanden ist. Gott ist erkennbar weder mit den Sinnen noch mit dem Intellekt. Aber Gott ist erkennbar durch das Bewusstsein selbst. Bewusstsein wird sich seiner selbst bewusst und damit wird Gott erkennbar.